Kaiserwetter im Berliner Tiergarten. Sonnenschein und 12 Grad heute früh um 10 Uhr beim Start des 39. Generali Berliner Halbmarathon. 35.000 Läufer am Start, neuer Teilnehmerrekord und ein hochkarätiges Elitefeld. Die Niederländerin Sifan Hassan war angereist, um den Frauenweltrekord über die Halbmarathon-Distanz zu attackieren. Der deutsche Bahnspezialist Richard Ringer feierte sein Debüt auf den Berliner Straßen und Ironman-Weltrekordler und zweifacher Hawaii-Sieger Patrick Lange ließ das Fahrrad und die Badehose heute einmal zu Hause und wollte einfach nur schnell laufen. Um den Gesamtsieg lieferte sich dieses kenianische Quartett eine Sprintentscheidung und das nach 21 Kilometern. William Wanjiku wurde Erster in exakt einer Stunde, einer Minute. Im Ziel am Brandenburger Tor überglücklich 5.000 Euro Siegprämie gab's. Der deutsche Richard Ringer rannte bei seinem ersten Wettkampf über die 21 Kilometer mutig und beherzt vorne mit. Sowas hatte man in Berlin aus deutscher Sicht lange nicht mehr gesehen. Er lief als Siebter durch das Brandenburger Tor in starken einer Stunde, zwei Minuten und zehn Sekunden. Und konnte das deutsche Duell gegen Philipp Flieger, der eine Stunde, vier Minuten und 22 Sekunden benötigte, klar für sich entscheiden. Die aus Äthiopien stammende Sifan Hassan lag bis zum Kurfürstendamm noch auf Weltrekordkurs. Den Traum musste sie aber am Potsdamer Platz aufgeben. Trotzdem lief sie ein fantastisches Rennen und verbesserte den Streckenrekord um 1,5 Minuten auf eine Stunde, fünf Minuten, 45 Sekunden. Absolute Weltklasse. Für Deutschlands Sportler des Jahres, den Ironman-Weltrekordler Patrick Lange, war es eine harte, aber auch sehr stimmungsvolle Erfahrung, mit 35.000 Teilnehmern und 200.000 Zuschauern an der Strecke zu rennen. Neue Bestzeit in einer Stunde, 9 Minuten, 37 Sekunden. Beste deutsche Frau wurde Fabienne Amrhein mit einem neuen persönlichen Rekord, eine Stunde, 11 Minuten, 39 Sekunden. Anna Hahner kam nach langer Verletzungspause in einer Stunde, 15 Minuten, 42 Sekunden ins Ziel. Und auch für das Maskottchen von Fußball-Bundesligist Hertha BSC, Hertinho, war die große Läuferparty ein sonniges und schweißintensives Erlebnis. Er schaffte die kompletten 21 Kilometer in seinem Kostüm. Läufer aus mehr als 100 Nationen liefen in diesem Jahr erstmals gemeinsam durch das Brandenburger Tor ins Ziel.